Wir stehen da am Ort, wo die Altdoggerburg gestanden ist. Bis ins Mittelalter im 12. Jahrhundert. Und seit 1934 steht die Kille da vorne, die Wallfahrtskille. Die Wallfahrer kommen auf den Berg, auf dem Idda gelebt hat, die Frau des Landesherrn Diethelm von Toggenburg. Alte Steine bekommt man hier nicht viele zu sehen. Wohl aber spürt man eine geradezu heilige Atmosphäre auf dem länglichen, begrünten Felsen und in seinen Gartenanlagen. Die Legende erzählt, dass, als Idda einmal ihren Ehering in der Sonne getrocknet hat, ein Rabe ihn klaute. Ein Jäger fand den Ring und ein Intrigant sah ihn am Finger des Jägers und stellte Idda gegenüber ihrem Mann als Ehebrecherin dar, worauf dieser sie voller Zorn in die Tiefe stürzte. Für Wader geht so sein Knecht runter, übers Bord, und da ist ein Schloss gsi, und über der Söller ist die Idda in die Tiefe gestürzt worden. Und wie sie in der Legende heißt, der Engel, der hat sie bewahrt vor dem Tod, und sie hat in dem Moment, hat sie ihr Leben neu entschieden. Und an dieser Stelle ist auch ein junger Bursch abgestürzt. In den 50er Jahren, wo er da bei den archäologischen Ausgrabungen da war, als junger Bursch, ist er überabgekehrt. Und sie haben gemeint, er sei tot, und sind ihn suchen. Und der läuft wieder rauf. Und der Mann gibt es heute noch. Er ist noch lebendig und er kommt etwa auf Dittenburg. Und wir haben da vorne auch einen Absturz gehabt, da vorne im Auto. Hier war es 1992. Dass die Insassen nach dem Absturz gesünder waren als vorher, ist unerklärlich, doch von unzähligen Leuten bezeugt. Da haben sie eine Inschrift gemacht in die Buche zur Erinnerung. Und die Frau hat immer gesagt, wo sie da überstürzt ist mit dem Auto, sie war wie ein Schutzgeist, sie hat gar kein Angstgefühl gehabt. Und sogar ihr Hündchen, das drin war, war geheilt, der hat gehunken und ist ins Dorf geführt. Die Frau ist dann eingeliefert worden ins Spital zum Untersuchen, aber hat ihr gar nichts gefehlt. Ein geheimnisvoller und heilsamer Ort. Heute sind Mitglieder des katholischen Kollegiums St. Gallen zu Gast. Der ist der Wallfahrtsansager, ja. Die Leute, wenn sie rufen können, gehen sie als erste Kirche, zünden da die Kerzen an. Das Kind zeigt sich. Schreibt halt, ich heute gute Noten haben, oder der eine hat geschrieben, Gott schau auf meine Küngel. Und so lebt der Ort. Der Ort lebt auch dadurch, dass eine malerische Landschaft zu den Menschen spricht. Der Legende nach zog sich die Heilige nach ihrem Sturz in diesem Gebiet in die Einsamkeit zurück. Sie wurde gefunden, ihr Mann bat um Vergebung und die beiden versöhnten sich. Doch blieb Idda weiterhin als Einsiedlerin. Von der Absturzstelle schweift der Blick hinüber zum Kloster Fischingen, wo sich das Grab der Heiligen befindet. Und wer hier auf knapp 1000 Meter über dem Meer heraufgekommen ist, freut sich auch über die gepflegte Gastronomie. Unterwegs sein und auftanken an einem heilsamen Ort. Dazu lädt die Idderburg ein. Viele Christen, aber nicht nur Christen, fühlen sich eigentlich immer mehr auf dem Weg. Und das Pilgern macht sehr viel aus im ganzen Glaubenshorizont der Menschen.